Schönheit ist Macht. Vor allem, wenn es um unsere neuen Beauty-Pranks geht. Nach allen Gesetzen der Schönheitswissenschaft musst du dir morgens das Gesicht waschen. Drücke ein wenig Gel auf deiner Hand aus. Hm, es riecht nach Beeren. Es gibt nur ein Problem. Das Gel schäumt nicht auf, es klebt nur an meiner Haut und schmeckt wie Himbeermarmelade. Ich glaube, ich weiß, wer sich diesen süßen Streich ausgedacht hat. Nimm Himbeermarmelade und eine Flasche Erdbeergesichtsgel. Drücke die Marmelade in die Flasche. Geschafft! Meine Freundin wollte nur ihre Haare mit einem Föhn trocknen. Stattdessen bekam sie ein ganzes Feuerwerk zu sehen. Wo kommt dieser Sternenstaub her? Ich sehe aus, als ob ein Einhorn auf mich genießt hätte. Und was mache ich mit all dem? Nimm einen Föhn und etwas Glitzer. Schütte den Glitzer in die Düse des Haartrockners. Jemand wird einen sehr glitzernden Tag haben. Schneckengel. Ich liebe koreanische Kosmetik. Oh, das habe ich noch nie gesehen. Diese Marke hat immer etwas Neues. Sie trägt die Maske auf ihr Gesicht auf. Igitt, das ist kein Schneckengel, sondern nur ein ekliger Schleim. Wird dieser grüne Schleim meine Haut wirklich mit Feuchtigkeit versorgen? Für diesen Streich brauchst du Schleim in einem Glas. Am besten ist es, wenn er grün ist. So sieht er realistischer aus. Klebe ein Maskenetikett auf den Deckel. Die Schleimmaske ist fertig. Wenn dein Freund oder deine Freundin Haargel benutzt, haben wir hier eine weitere Idee für einen Streich. Gib das klare Gel in einen sauberen Behälter. Nimm Hühnereier. Schlage die Eier auf und gieße sie durch ein Sieb. Nur das Eiweiß sollte in das Gefäß gelangen. Gieße so viel Eiweiß hinein, bis der Behälter mindestens halb voll ist. Meine Freundin nimmt das Gel und versucht, ihr Haar zu stylen. Hm, warum hat dieses Gel so eine komische Konsistenz? Es ist zu flüssig und glitschig, aber es sieht aus wie ein normales Haargel. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ich muss meine Lippen schminken. Ich werde das neue Lipgloss benutzen, das mir meine Freundin geschenkt hat. Ich versuche, das Gloss mit meinem Finger aufzutragen. Aber ich glaube, es ist ausgetrocknet. Es funktioniert überhaupt nicht mehr. Ich verstehe das nicht. Für diesen Streich brauchst du eine Heißklebepistole und einen runden Plastikbehälter. Stecke einen farbigen Stab in die Heißklebepistole. Drehe den Behälter, während du ihn bis zum Rand füllst. Mache einen Kringel in der Mitte. Klebe ein Bild mit einem Kuss auf den Deckel. Dieses Lipgloss ist so knifflig. Es ist Wochenende, also hast du jetzt Zeit, deine Haut zu verwöhnen. Meine Freundin beginnt ihre Spa-Routine mit einer Gesichtsmaske. Nachdem sie diese Maske aufgetragen hat, muss sie 15 Minuten einwirken lassen. In der Zwischenzeit kann sie ihr eigenes Ding machen. Sie macht das Licht aus und verlässt das Bad. Ah, wer ist dieses glänzende Monster im Spiegel? Wow, ich bin's! Für diesen Streich nimmst du eine Gesichtsmaske und leuchtende Farbe. Verteile die Farbe auf der oberen Schicht der Maske. Verschließe den Deckel. Mach dich bereit für eine Lichtshow. Meine Freundin hat ein wichtiges Treffen. Deshalb muss sie perfekt aussehen. Sie möchte ihre Haut ein wenig auffrischen. Vielleicht hat sie Zeit für eine Gesichtsmaske? Warum eigentlich nicht? Ich habe ein ganzes Glas mit Augenpatches für dich. Für diese Idee brauchst du Augenpatches und Wachsstreifen. Schneide einen Wachsstreifen so zu, dass er die Form eines Patches hat. Mache dasselbe mit dem zweiten Streifen. Öffne den unechten Patch. Lege ihn in das Glas mit den Patches. Meine Freundin nimmt den Patch und klebt ihn unter ihr unteres Augenlid. Wow, sie kleben so schnell. Sie hat keine Ahnung, dass das eigentlich eine schlechte Sache ist. Oh oh, was sind denn das für blöde Patches? Sie kleben wirklich. Oh nein, das tut weh. Komm schon, das ist zu viel. Und hier kommt der Scherzkeks.
Meine Freundin liebt die Form meiner Augenbrauen und bittet mich, ihre genauso zu machen. Aber klar doch! Benutze einen braunen Brauenstift, um die Augenbrauen zu zeichnen. Es gibt nur ein Problem, das sie später herausfinden wird. Anstatt ihre Augenbrauen tatsächlich zu machen, zeichne ich eine Unibraue mit einem Händedruck. Findest du das nicht niedlich? Es ist sehr kreativ. Sie schaut in den Spiegel und... Wie konntest du nur? Kann man das überhaupt abwaschen? Ich weiß nicht. Hier, nimm ein Abschminktuch. Aber meine Augenbrauen sind toll. Was ist besser als eine morgendliche Dusche? Nichts außer einem morgendlichen Bad. Vergiss nicht, Deo zu benutzen, um bis zum Abend frisch zu bleiben. Ups. Ich glaube, ich stecke in Schwierigkeiten. Was ist das denn? Mein Lieblingsdeo hat mich noch nie so verletzt. Vielleicht ist es schlecht geworden. Für diesen Streich brauchst du Honig und einen Deo-Roller. Öffne das Deo und entferne die Kugel. Gib eine kleine Menge Honig in den Spender. Drehe die Kugel, um sie mit Honig zu bedecken. Genieße dein süßes Leben. Das Letzte, was du tun musst, bevor du das Haus verlässt, ist dein Lieblingsparfüm aufzutragen. Meine Freundin trägt ihr Parfüm auf, aber gleich wird sie es bereuen. Igitt, wo kommt dieser Geruch her? Es riecht wie Essig. Ich frage mich, ob dieser Geruch jemals verschwinden wird. Du brauchst Parfüm und Essig. Nimm den Deckel vom Zerstäuber ab. Nehme mit einer Spritze etwas Essig auf. Spritze den Essig in die Flasche. Fülle ihn bis zur Hälfte auf, das sollte reichen. Oh, ich habe ein paar neue Schönheitsprodukte. Gesichtslotion. Sie ist perfekt für meine trockene Haut. Sie gibt die Lotion auf ein Wattepad und verteilt sie gleichmäßig auf ihrem Gesicht. Sie zieht fast sofort ein. Ich liebe sie. Mal sehen, was du in 10 Minuten zu sagen hast. Die Zeit vergeht wie im Flug, wenn du eine Zeitschrift liest. Aber das kann man von der seltsamen Lotion nicht behaupten. Sie ist definitiv eine Überraschung. Oh nein, ich sehe aus wie eine Orange. Ich muss mich verstecken. Für diesen Beauty-Prank brauchst du Selbstbräuner und eine Flasche. Schreibe mit einem Filzstift Gesichtswasser auf die Flasche. Öffne den Behälter. Gieße den Selbstbräuner in eine kleine Flasche. Fülle sie bis zum Rand auf. Genieße deine Lotion. Oh, ich habe vergessen, mich unter meinen Armen zu rasieren. Aber mein Rasierapparat funktioniert überhaupt nicht. Ich schätze, das ist wieder ein Scherz. Ich werde mich rächen. Du brauchst einen Rasierapparat und eine Heißklebepistole. Fülle die Rasierklingen mit Heißkleber. Dieses super sichere Rasiermesser ist perfekt für einen Streich. Während deine Freundin schläft, ist es Zeit für einen weiteren Streich. Nimm etwas Concealer mit einem Pinsel auf. Verdecke damit die Augenbrauen. Benutze einen Kosmetikstift, um ihr die Augenbrauen in die Mitte der Stirn zu zeichnen. Jetzt kannst du sie aufwecken. Steh auf! Etwas Schreckliches ist mit deinen Augenbrauen passiert. Sie haben sich verschoben und jetzt sind sie genau in der Mitte. Oh nein, das ist ja furchtbar. So kann ich nicht nach draußen gehen. Wenn ein Streichkrieg in vollem Gange ist, musst du vorsichtig sein. Vor allem am Morgen, wenn deine Augen noch nicht ganz offen sind. Meine Freundin merkt nicht, dass die Zahnpasta ihre Zähne dunkel statt weiß macht. Das geht so weiter, bis sie schließlich in den Spiegel schaut. Oh mein Gott! Nun, Kumpeline, mach dich bereit! Wir brauchen eine normale Zahnpasta und Aktivkohletabletten. Zerdrücke die Tabletten mit einem Löffel, bis sie zu Pulver werden. Gib die Zahnpasta dazu. Mische. Gib die Zahnpasta mit der Aktivkohle zurück in die Tube. Es ist an der Zeit, meine Freundin diese ungewöhnliche Zahnpasta ausprobieren zu lassen. Ich bin gespannt, wie sie reagiert.
Haben dir unsere Beauty-Pranks gefallen? Mit welchem möchtest du deiner besten Freundin einen Streich spielen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wenn dir dieses Video gefällt, abonniere unseren Kanal und klicke auf die Glocke, damit du keine weiteren lustigen Streiche und Ideen von TrumTrum Select verpasst.